Moin moin, jo, gehen wir in die ersten Achtelfinal-Hinspiele der Champions League. Und ja, fangen wir an. Ihr seht schon, ich habe drei Zettel, die ich platzieren will. Gehen wir als erstes in die Partie, wo ich nichts machen werde, beziehungsweise erst live eventuell einsteigen werde. Das ist Milan gegen die Spurs. Ja, da finde ich es ein bisschen ungewiss, was die Spurs da auf den Platz bringen. Ohne Heuberg, ohne Bentancur, ohne Lloris. Kann ein bisschen wackelig sein. Am ehesten würde ich da aufs Both Teams to Score gehen, beide mit wechselhaften Formstärken gerade. Milan zwar endlich mal wieder ein Spiel gewonnen, die Spurs aber verloren bei Leicester. Ich gehe da ein bisschen weg von und konzentriere mich auf das Spiel der Bayern. Und ja, da ist auffällig, zuletzt auswärts die Bayern in der ersten Halbzeit sofort präsent, sehr effizient in Mainz, wo wir alle gedacht haben, könnte auch vielleicht eine Überraschung geben, wenn die Kulisse am Start ist, es in der Verteidigung gut läuft. Aber nein, die Bayern zur Halbzeit 0:3. In Wolfsburg mega effizient, schon nach 20 Minuten stand es da ja irgendwie auch schon 3:0, 3:1 dann der Endstand. Und ja, bei Paris sieht man halt, keine eingespielte Abwehrformation, ist immer sehr wechselhaft. Klar, man hat auch ein bisschen hier und da Schonung betrieben, aber ja, dadurch sind sie nicht eingespielt. Die letzten drei Spiele in unterschiedlichen Wettbewerben auch jeweils in der ersten Halbzeit einen Treffer bekommen. Gegen Toulouse daheim zum Beispiel mit einer recht guten Abwehrformation, muss man sagen. Und zuletzt gegen Monaco und gegen OM schon relativ frühzeitig. Das sollte den Bayern Mut geben und dass sie von Anfang an draufgehen. Mbappé, Messi, alles irgendwie wegstreichen. Wie fit sind die? Ihr eigenes Spiel durchziehen. Führt mich zu der Wette über, ja, 0,5 Teamtore für die Bayern in der ersten Halbzeit. Gibt eine 1,95, finde ich angesichts dieser Fakten doch durchaus lukrativ. Wie gesagt, ich denke mal, die Nagelsmann-Jungs werden von Anfang an draufgehen, werden ihren ersten Treffer da finden in der ersten Halbzeit. Wie es dann ausgeht, ja, ich hoffe natürlich das Beste für die Bayern, kann mir aber auch am Ende dann so ein 2:2 vorstellen. Mal schauen, wann Mbappé kommt, ob er beginnt, ob er ja erst in der Schlussphase reinkommt in der zweiten Halbzeit. Werden wir sehen. Aber ich denke, die Bayern sollten sich auf sich selbst konzentrieren, dieses Tor frühzeitig finden. Für uns, für sie und ja, für ein erfolgreiches Spiel. Gut, dann gehen wir in den morgigen Tag und zum BVB. Da fand ich auffällig, ja, daheim Dortmund wirklich sehr gefestigt diese Saison. Nur, es gab nur drei Spiele, wo sie mehr als zwei Gegentreffer bekommen haben. Das war gegen Bayern, das 2:2. Am Anfang der Saison muss man deswegen ein bisschen ausklammern gegen Bremen die Niederlage und dann ja zum Jahresstart gegen Augsburg das 4:3. Ansonsten maximal ein Gegentreffer und auch in der Champions League Gruppenphase wirklich beachtliche Ergebnisse. Das 0:0 gegen City, das 1:1 gegen Sevilla, was okay war, weil das Hinspiel ja in Sevilla gewonnen werden konnte. Das 3:0 gegen Kopenhagen auch sehr solide zum Start. Chelsea. Insgesamt in dieser Gruppenphase kein Spiel over 3,5 Tore, sind auch in letzter Zeit eher torarm die Chelsea-Spiele. Klar, man hat jetzt Superstars dabei, Mudrik, ja, Havertz haben wir natürlich dabei, dann haben wir Enzo, ein Weltmeister am Start, Joao Felix nicht zu vergessen, Mount. Das ist natürlich eine enorme Qualität, die aber noch nicht eingespielt ist. Deswegen denke ich mal, Dortmund kann den Lauf fortführen, wird dieses Spiel nicht verlieren und im Spiel wird es geben unter 3,5 Tore. Das gibt eine 1,95 hier auch, finde ich deswegen sehr gut, weil ich glaube, das Publikum kann durchaus die Superstars einschüchtern. Die sind noch jung, nicht unerfahren und natürlich auch brandgefährlich, aber man darf sie nicht in den Flow kommen lassen. Das Publikum muss die Jungs halt wirklich einschüchtern, demoralisieren, Fehlpässe beklatschen, Häme von den Rängen kommen lassen. Dann wird sie das nicht beflügeln und ja, es kann dann halt auch wirklich dem BVB in die Karten spielen. Der Kobel ist in der Bombenform, auf den setze ich. Weil, wie wir wissen, bei der Wette schießt Chelsea zwei Tore, ist der Zettel futsch. Ich wünsche mir ein 2:0 für den BVB. Wäre eine Top-Ausgangslage. Hoffen wir mal das Beste. Gut, und dann haben wir noch Benfica zu Gast bei Brügge. Da gehen wir auf den Auswärtssieg für eine 1,85. Ja, weil ich glaube, das Anfangsmomentum von Brügge in der Champions League ist einfach ad acta gelegt. Benfica hat es natürlich bei Porto verfolgt. Da war das Hinspiel ja 0:4 gegen Brügge.
Brügge. Dann allerdings konnte Porto 4-0 in Brügge gewinnen im Rückspiel. Ja, anfänglich haben sie uns alle überrascht. Am Ende sind sie dann relativ, ja, haben sie ein bisschen abgebaut. Und allgemein auch jetzt in der Liga. Der letzte Heimsieg war Ende Oktober. Also da läuft einiges nicht rund. Jutler und Skov Olsen, die beiden besten Scorer in der Champions League, sind mehr als fraglich. Jaremczuk kam von Benfica, hatte aber auch, ist da noch nicht so wirklich eingeschlagen. 16 Einsätze in der Liga, nur 2 Tore, 2 Assists. Klar, gegen den Ex-Club immer top motiviert, kann natürlich was Besonderes passieren. Aber ich denke, Benfica, die ja jetzt auch mal Niederlagen erfahren haben, gegen Braga 2-mal im Pokal ausgeschieden und in der Liga Anfang des Jahres eine Klatsche bekommen. Das kann aber passieren, Braga ist wirklich enorm stark daheim. Ich denke, Brügge und diese ganzen Vorzeichen, auch bezüglich des Porto-Spiels, was ja natürlich jeder bei Benfica mitbekommen hat, die werden das richtig ernst angehen, werden das Spiel gewinnen, schon im Hinspiel ein Zeichen setzen, weil eventuell die Topscorer dann ja im Rückspiel, was ja noch ein wenig dauert, die Ansetzung, um da schon eine Vorentscheidung zu treffen, die Gunst der Stunde einfach nutzen, Sieg einfahren, Richtung Viertelfinale schielen. Ja, das ist so meine Einschätzung. Die 3 Wetten, diesmal ein bisschen mehr oder relativ viel für so 4 Spiele zur Auswahl. Ich bin gespannt, was ihr so für Meinungen habt und was ihr für Picks tätigt. Unterstützt ihr das hier? Ich nenne ja immer hier nur einen Teil der Argumente, also können wir hier unten gerne noch weitere Argumente diskutieren, ob das gut oder schlecht ist oder manches überbewertet ist von mir. Nehmt gerne teil, da unten gibt es Kommentarfelder und ich sage mal viel Spaß und Erfolg bei dieser Champions League-Runde. Tschüss!